So, Leute, meine letzte Aufgabe: Erhalte Schilde durch Flawberry Sprudel. Und wo machen wir das besser als hier? Warum machen wir das hier? Naja, weil wir es hier kaufen können. Ja, da brauchen wir nicht lange suchen. Ich schnapp mir nur mal eine Waffe, falls jemand kommt. Und ich sehe auch schon, dass jemand kommt. Wahrscheinlich auch nicht. Oh, hier gibt es den Sprudel einfach so. Das finde ich schon mal nice. Aber hier, schaut mal. Da könnt ihr ihn kaufen. Upsala, da kommt auch jemand. Ach, herrlich. Da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Aber okay, Leute, ihr habt es gesehen, ja? Bei dem Kollegen könnt ihr es kaufen. Schaut mal hier. Kostet 150, relativ simple Angelegenheit also. Und dann könnt ihr hier richtig Vollgas geben mit dem Kram. Chack, chack, chack. Und jetzt schau mal, füllt sich das da auf der rechten Seite auf? Erhalte Schilde durch Flawberry-Sprudel. Sehr einfach. Ich markiere euch natürlich gleich nochmal ganz kurz den Ort. Zack, das war's gewesen. Hier oben ist es über Ritzy Rivera. Okay? Da ist es. Ich wünsche euch viel Spaß. Abo und Like nicht vergessen und ciao. Füge Gegnern Schaden mit der Zielerfassungspistole zu. Das machen wir mal, indem wir uns die erstmal hier kaufen. Zack, zack. Einmal geholt bei diesem Charakter. Ich zeige euch gleich wo. Und dann heißt es hier Schaden hinzufügen. Zack, zack, zack. Habe ich geschafft und so einfach geht's. Das war komplett alles. Super easy die Aufgabe. Schaut mal, ich bin hier unten bei dem Charakter gelandet, habe das da einfach kurz gekauft und habe damit Schaden verursacht. Ziemlich simple Sache. Höre Radio in einem Fahrzeug. Ja, Gott, Leute, wir setzen uns rein und hören Radio. Das war's gewesen, die leichteste Aufgabe des Tages. Hey Leute, lege Distanz unter dem Einfluss von geringer Schwerkraft zurück, und zwar 500 Metern. Wir schnappen uns einfach hier mal so eine Flower Berries. Wenn du die nimmst und dann durch die Gegend hüpfst, dann siehst du schon, da geht einiges ab mit der Distanz hier. Die zählt richtig gut hoch. Macht euch einfach auf den Weg. Hier gibt es nämlich überall diese Dinger. Guck mal, hier habt ihr dieses, so ein, ich sag mal, so ein Anbaugebiet davon, okay? Und hier liegen halt ganz, ganz viele rum. Ich markiere es euch nochmal ganz kurz. Seht ihr dann hier Fencing Fields. Hier findet ihr ohne Ende davon, und dann habt ihr gesehen, braucht ihr nur so ein bisschen durch die Gegend springen und dann ist es schon geschafft. Hier ein guter alter Slurp Truck, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hier, guck mal, hier siehst du schon die nächste. Zack, 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 zack. Schnappen wir uns. Mit der, die wir uns schnappen, suchen wir uns gleich den nächsten, die nächsten Bären. Guck mal, das geht doch gut. Geringe Schwerkraft. Ich versuche mal auch, ob die Schockwellengranate dafür zählt. Warte mal. Nee. Die nimmt er nicht. Die zählt nicht. Ist aber auch nicht so tragisch, denn hier, zack, guck mal, finde ich schon wieder die nächste. Also das geht doch gut. Das geht doch gut. Bisschen durch die Gegend hüpfen. Guck mal hier, ich mache das mal ganz kurz. Hier ist das nächste Teil. Und immer weiter. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Easy going, Leute. Guck mal hier. Also. Oh, hier habe ich noch was. Das habe ich noch nicht durchgeführt, aber dafür kriege ich etwas. Einmal gerade. Zack. Habe ich ein Video zu gemacht, war aber auf einem anderen Account. Ich guck mal, finde ich jetzt hier noch so ein bisschen Stuff, ein bisschen Zeug, was ich dafür gut nutzen kann. Oder muss ich wieder in die Felder? Das kann also auch sein. Ich gehe gleich nochmal in die Felder und dann... Ah, hier, guck, hier ist doch schon das nächste. Es ist doch wieder viel zu weit hier. Guck mal. Zack. Und dann jumpen wir hier wieder schön durch die Gegend. Ach, herrlich. Jemand schießt auf mich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Finden die alle doof, dass ich hier so rumhüpfe. Jetzt schnappe ich mir den nächsten. Oh, guck mal hier. Das war gut. 450, na, schaffe ich es jetzt? 486. Und erreicht, Leute. Es funktioniert, und zwar so einfach. Viel Spaß mit dieser relativ simplen Aufgabe. Eliminiere Gegner aus maximal 10 Meter Entfernung. Ja, also das ist einfach. Nehmt vielleicht eine Schrotflinte, weil da seid ihr ja eh immer im Nahkampf. Guck mal, dann an den Kollegen ran. Vielleicht habt ihr ein bisschen Glück wie ich hier und habt so einen Bot am Start. Und dann ist es geschafft. Also einfach ganz, ganz nah ran und dann den Kill durchführen. Das war's schon gewesen mit dieser Aufgabe. Sammle Waffen auf, Leute, eigentlich selbst erklären. Guck mal, ich habe da jetzt eine 4 von 50. Gehe jetzt hier an diese Waffe. Zack, zack, sammle die auf und dann habe ich eine 5. von 50. Relativ easy. Ich kann euch noch empfehlen, vielleicht, wenn ihr irgendwie unterwegs seid und da so ein Medaillon irgendwie euch klar macht, dann habt ihr natürlich bei diesem Waffenkoffer einiges an Stuff. Könnt ihr gerne nutzen, aber von der Sache her selbst erklärende Aufgabe. Verbringe Zeit in der Luft, während du Stunts auf einem Driftboard, ja, wie geht's eigentlich weiter, vollführst. Und wo wollen wir hin? Ich zeig's euch mal. Pleasant Piazza. Warum dieser Ort? Weil ich hier ganz genau weiß,
wo ein Driftboard steht. Ich weiß, es gibt natürlich mehrere Locations und ihr könnt das auch im Verlauf eines Spiels machen, muss man nicht extra für die Aufgabe jetzt hier irgendwie abspringen. Aber, wie gesagt, ich wollte es euch zeigen und ich habe mich daran erinnert, dass hier auf jeden Fall ein Board war. Und ich schnapp mir das jetzt, um hier mal meine Stunts durchzuführen. Da, guck mal, da seht ihr schon. Und dann werde ich jetzt hier... Das Ding schnappe ich auch nochmal hier ganz kurz. Why not? So, Board geschnappt. Los geht's. Pleasant Piazza. Ihr habt's gesehen. Auf geht's. Und wenn ich jetzt hier, ich sag mal, so mache. Ups. Hat das was gebracht? Nee, hat noch nichts gebracht. Achso, ja, weil es noch kein Stunt war. Warte mal, ich mach mal so. Ah, nee, das reicht mir noch nicht. Da müssen wir so ein bisschen mehr Anlauf nehmen, habe ich das Gefühl. Machen wir mal jetzt hier an so einem Berg, würde ich sagen. So, so. Ja, da, also ich bin aber auch echt ein Specialist. So, das hat nicht geklappt. Mies gelaufen. Pass mal auf, ich nehme jetzt mal den da. Ich verwechsel immer die Knöpfe, by the way, mit Springen und Boosten. Pass auf, ich mache es jetzt so. Okay. Schief gegangen. Ah, ich werd verrückt. Leute, ey, das ist ja hier genau mein Zeit. Okay, alles klar. Warte mal. Kann man nicht einfach... Nee, das bringt nichts. Warte. Das war auch richtig geil. Naja, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Für alle, die es gecheckt haben, die können natürlich abschalten. Aber ich lass mich hier nicht lumpen. Ich wollte einfach mal nur so eine... Konnte man nicht einfach eine ganz normale Drehung machen, Alter? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, pass auf, jetzt nochmal. Oh, shit. Na, das hat jetzt... Na, ah, okay, alles klar. Das hat auch schon gezählt. Ich will es mal trotzdem... Ich bin einfach wirklich schlecht da drin. Das muss man an der Stelle echt festhalten. Ja. Gott, wieso macht der denn bei mir keine Drehung? Oder habe ich hier einen falschen Knopf oder was? Hier wird noch einen anderen. Nee, oh so, super. Jetzt fährt halt nur noch das Board rum. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Oh nee, das war auch nicht so clever. Jetzt sehe ich auch nichts mehr. Wo ist das blöde Board hin? Herrgott! Okay, ich brauche einfach... Ich brauche einfach viel mehr... Platz und viel mehr Zeit. Pass mal auf, ich mach's jetzt hier. Was ist denn jetzt hier los? Ach, das Board geht irgendwann kaputt? Das wusste ich gar nicht. Okay, na gut, dann Haken dran. Leute, ich will euch nicht weiter quälen. Ich glaube, ihr wisst, wie es funktioniert. Pleasant Piazza, hier ist es. Zack, 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 macht einen schönen Sprung. Hier gibt's einige Hügel. Ich hoffe, ihr stellt euch besser an als ich. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis dann. Viel Spaß bei der nächsten Aufgabe. Setze ein Emote im Turtle-Versteck und genau das haben wir jetzt auch vor und das machen wir mal zusammen. Wir sind ja hier auf der Reise sozusagen zum Backbling. Die letzten Aufgaben sind am Start und wenn wir diese Phase 6, meine ich ist es, erledigt haben, dann sind wir endlich durch. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie es funktioniert. Ihr könnt natürlich dort hinten, ihr seht es schon, in den Tunnel rein und dann ins Turtle-Versteck oder ihr macht es euch leichter und landet genau hier, schaut mal, um hier dann einfach via Kanal per Gullideckel quasi, einfach hier reinzugehen. Einmal hier auf Verstecken, schwupp. Und wenn ihr da angekommen seid, haltet euch bereit, um ein Emote durchzuführen. Also einfach jetzt ein Emote durchführen. Und dann habt ihr schon geschafft. Ihr seht, das geht ganz, ganz schnell. Ihr müsst natürlich aufpassen, weil hier halt super viele Leute jetzt natürlich am Start sind, ihre Aufgaben machen wollen und euch im Zweifel killen. Also so funktioniert es. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut und ciao.